Was glaubst du, was du tust? Du kannst nicht mit. Du hast noch was zu tun, bevor wir die Segel streichen. Amita muss verschwinden. Es ist Kyras Wille. Nur so können wir noch mehr Blutvergießen verhindern. Ja. Sie ist ganz genauso wie Pagan. Tu, was du tun musst, Bruder. Sind doch beides irgendwie voll die Arschlöcher. Amita und Sabal. Amita dreht ja am Ende auch noch voll durch. Schöne Musik, kann mich gar nicht erinnern. Kam die letztes Mal auch. Das sind Feinde. Geh ich mal vorbei. So ein richtiges Arschloch hier. Sagt der Amita, muss verschwinden. Aber Amita hat es letztes Mal auch nicht besser gemacht. Da ist ein Tiger. Und Feinde. Zwei Tiger. Weil ich muss ganz da hinten hinlatschen. Ach du Scheiße. Hubschrauber wäre nicht schlecht. Und ich habe gerade keinen Hubschrauber übersehen. Da kämpfen ein paar Tiger. Ein paar Bären haben sich auch gekillt. Vorhin. Klingt so ein bisschen nach einem Tarantino-Film, die Musik. Ich glaube, hier kann ich ein bisschen fliegen. Oh ja, hier muss ich ein bisschen fliegen können. Weiß nicht, ob ich es darüber schaffe. Hoffen wir mal, dass ich es darüber schaffe. Könnte knapp werden. Oh, müsste reichen. Problem ist, dass ich wahrscheinlich gleich irgendwann gegen knallen sterbe. Yep. Was genau habe ich jetzt getroffen? Außer nichts. So ein Scheiß. Kann doch irgendwo ein Hubschrauber rumstehen. Aber nein. Hört man die schöne Musik nicht? Ja, also beides ein bisschen. Beide. Selbstsüchtig und ja, können sich beide nicht ausstehen. Eigentlich stehen sie ja auf derselben Seite. Oder eine will Tradition, andere will Fortschritt. Also hat Sabal eigentlich schon ein bisschen recht, wenn Amita Fortschritt will, weil Min will ja auch Fortschritt. So, da fahren noch ein paar Gegner rum. Aber die ignoriere ich jetzt mal schön. Weil es ist eine schöne Musik aus. Oh, ich glaube, die Musik ist aus. Kaka. So, ich guck mal, ob ich es diesmal schaffe. Hä? What the fuck? What the fuck? Oh, meine Fresse. Letztes Mal haben wir Sabal ja ziehen lassen. Wir waren gnädig. Da wurde Amita zum Chef ernannt. Und wir mussten für Amita Sabal ausschalten. Haben uns aber dagegen entschieden. Haben ihn einfach ziehen lassen. Er stand verschwunden. Wer weiß wohin. Dieses Mal werden wir leider nicht so gnädig sein. Denn wie wir wissen, kann man die Leute auch einfach erschießen. Aber was wirklich ändern, wird es wahrscheinlich nicht daran.
Weiß nicht, ob man, wenn man den Charakter am Leben lässt, ob der dann später nochmal kommt. Könnte sein. Ich weiß nur, dass... Wahrscheinlich wird Sabal am Ende genauso wie Amita durchdrehen. Ich dachte, ich wäre besser dran mit Amita letztes Mal, aber sie hat dann... Oh, AJ, ich sehe deine verkniffenen Brauen buchstäblich vor mir. Pagan, was willst du? Na, ich rufe nur an, um zu hören, wie es dir geht. Man sagt, deine kleinen Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst. Entscheidungen sind schwer. Glaub mir, ich weiß das. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie... Yuma, ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren, und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du, oh, du hast die Chance genutzt. Arme Yuma, sie wird mir fehlen. Es war eine schwere Entscheidung, dich ihr vorzuziehen. Aber es war richtig so. Du wirst sehen. Ja, ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin und Sachen zerstören. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss nicht, AJ. Entscheidungen haben Konsequenzen. Entscheidungen haben Konsequenzen. Gut zu wissen. Töte Amitas Anhänger. AJ, du musst mir jetzt mal sehr gut zuhören. Wenn du Amita angreifst, wird sie versuchen, sich herauszureden, damit du sie gehen lässt. Glaub ihr kein einziges Wort. Sie ist eine gottlose Heidin ohne Respekt vor ihrer Herkunft, ihrer Geschichte. Die Zukunft von Kyrat hängt von deinem Willen ab, diese Mission zu Ende zu führen. Enttäusche mich nicht. Und AJ, dein Vater hätte dasselbe gewollt. Sabal sagt uns noch, wir sollen nicht gnädig sein. Weiß nicht mehr, wie es letztes Mal war bei Amita. Und Min hat uns seine Schwester ausgeliefert. Zieht uns ihr vor. Du. Er schickt dich, um mich zu töten. Ich wusste, dass der Tag kommt, aber du? Wer sonst erledigt dir die Drecksarbeit? Guter Punkt. Sabal versteckt sich hinter seinem Glauben und Traditionen, und du, du läufst ihm hinterher wie ein Schoßhund. Ich hab dir tatsächlich geglaubt, als du sagtest, dass du nur den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllen willst. Also, Sohn von Mohan, großer Held von Kyrat, füll deinen Befehl aus, drück den Abzug. Es ist sicher der Wille Kyrats. Das war ein trauriges Ende. Amita ist kein Problem mehr. Wer bin ich, sie zu verurteilen, Bruder? Das werden die Götter tun. Du musst einen Diktator töten und den Krieg beenden. Da war AJ schon zack. Ich glaube, das hätte was werden können mit den beiden hier. Naja, aber wie man sieht, wenn man Amita als Königin oder als Anführer des Goldenen Pfads hinterlässt, wird es auch nicht besser. Ich glaube, es wäre andersrum besser gewesen, wenn wir letztes Mal Sabal erschossen hätten. Den konnten wir gleich in den Kopf schießen letztes Mal. Da wäre es nicht ganz so traurig gewesen wie eben. Oh Mann. Schwere Entscheidung. Puh. So, okay. Dann nehmen wir jetzt den Hubschrauber. Und fliegen weiter. Wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode, beziehungsweise
werde ich jetzt noch die andere Mission für Sabal spielen. Das werde ich dann am Ende zeigen. Die alternative Version, wenn wir Pagamin nicht am Leben lassen. Und wir sehen uns hoffentlich dann in diesem Video wieder. Bis dann. Tschüss.